Viele der Fässer korrodieren und der radioaktive Inhalt sickert raus. Unglaublich. Nicht nur das. Jährlich werden kiloweise Schwund verzeichnet. Schwund? Ungeklärte Fehlmengen. Es beweist, dass ein großer und gut organisierter Schwarzmarkt für radioaktives Material existiert. Außerdem sind seit Ende des Kalten Krieges insbesondere russische Atomingenieure arbeitslos und ohne Aussichten auf einen Job. Mit anderen Worten, es gibt Material und Wissenschaftler zu Genüge, um eine Bombe herzustellen. Wir leben in einem Zeitalter, wo jedes Kleinland ein Atomwaffenprogramm betreiben kann. Und wie steht es mit den anderen Supermächten? Russland und China unterhalten noch stets eine bedeutende Atompräsenz. Totale nukleare Abrüstung ist ein Ding der Unmöglichkeit. Für unsere Abschreckungspolitik benötigen wir eine Waffe von absoluter Schlagkraft. Sie meinen Metal Gear? Ja, unsere Industrie hat ziemlich unter den Kürzungen im militärischen Bereich wegen dieses sogenannten Friedens gelitten. Ich habe viel über Fusionen und Übernahmen bei den großen Rüstungsfirmen gehört. Ja, und nachdem eine Firma den Auftrag für die nächste USAF-Jägergeneration verloren hatte, blieb uns mit Metal Gear eine letzte Trumpfkarte. Deswegen wollten wir Metal Gear als schwarzes Projekt entwickelt haben. Schwarzes Projekt? Geheimprojekte aus dem Schwarzfonds des Pentagons finanzieren. Man vermeidet da eine Menge Bürokratie und erhält eine gute Vorlaufzeit für die Waffenproduktion. Und keiner kommt dir in die Quere. Nicht mal die weichen Liberalen im militärischen Überwachungskomitee. Bestechung. Ich ziehe es vor, von gutem Geschäft zu sprechen. Egal, Metal Gear wäre nach Analyse unserer Übungsergebnisse offiziell genehmigt worden. Sie und Ihre Firma scheren mich nicht. Ja, von einem Grunzer wie Ihnen erwartet man nichts anderes. Hier, deswegen sind Sie doch hier, nicht? Was ist das? Eine optische Diskette, ist alles drauf. Die Hauptfestplatte wurde bei der Schießerei zerstört. Dies ist die einzige Kopie der Daten. Was für Daten sind das? All die Daten dieser Übung. Stellen Sie sich doch nicht dumm. Deswegen sind Sie doch hier. Ich habe Sie bei der Folterung vor diesen Sadisten versteckt. Die wissen nichts von dieser Diskette. Bringen Sie sie zu Jim. Ihrem Boss. Hä? Ich gebe Ihnen auch meine Karte. Sie öffnet alle Türen der Sicherheitsstufe 2. Können Sie gehen? Nein. Gehen Sie ohne mich. Die haben mein Kennwort. Die wollen nichts mehr von mir. Noch eine Frage. Wer oder was war dieser Ninja? Es schien mir, Sie wussten etwas. Der Ninja? Das war Foxhounds kleines Geheimnis. Kleines Geheimnis? Ein Experiment der Gnomensoldaten. Sie kennen ihn. Fragen Sie Dr. Naomi Hunter von Foxhound. Sie weiß mehr als ich. Naomi? Stoppen Sie sie. Wenn das rauskommt, sind meine Firma und ich erledigt. Was? Verwendet Metal Gear nicht bekannte Technologie? Metal Gear selbst schon, aber... Ich schon wieder. Was? Haben Sie mit mir gemacht? Nein, bitte nicht! Diese Mistkerle von Pentagon, die haben es tatsächlich gemacht! Wovon sprechen Sie? Gott, das ist kein Operationsalarm hier. Benutzen Sie die Bombe. Ruhe in Frieden. Was zum Teufel? Colonel, hören Sie mich. Auch er ist tot. Keine Ahnung. Lügen Sie nicht. Genau. Sie sehen noch ein Herzinfarkt aus, aber... Eine Art Gift. Es gibt viele Medikamente, die in hohen Dosen Herzinfarkt verursachen können. Zum Beispiel Kaliumchlorid oder Dioxid. Aber ohne Autopsie können wir nichts Genaues sagen. Verdammt. Snake, Sie und Merrill müssen zusammenarbeiten. Kann ich ihr trauen? Mehr als Sie mir trauen können. Kontaktieren Sie sie! Snake, an Ihrer Position sind zu viele elektrische Störungen. Kurze Kommunikation wie mit uns ist möglich, aber normale Kommunikation wahrscheinlich nicht. Versuchen Sie, aus dem Bereich wegzukommen. Snake,
Reißen Sie sich zusammen! Naomi, was war dieses Ninja-Ding? Ein Mitglied von Foxhound? Nein. Sind Sie sicher? Ja, wir haben niemanden wie ihn in der Einheit. Stimmt das? Snake? Ja, wieder voll AP, keine Ration mehr, der Typ ist tot. Wunderbar. Munition auch noch alle? Nee. Wir haben nur 6 Schuss, super. T4 habe ich auch nicht mehr. Oh, super, ey. Ja, wie gesagt, wir sollen jetzt die Tussi informieren, sage ich schon, kontaktieren und dafür müssen wir wieder hoch in den großen Raum, da wo, die Panzer stehen und ja. Deswegen muss ich da jetzt hin. So, gehen wir mal gucken, vielleicht ist hier aufgefüllt worden, ja ein bisschen. Granaten nochmal 4 Stück, die brauchen wir nämlich alle gleich. So, was haben wir hier noch? Ah, Sokum, gut. Zwar nur eine Packung, aber was soll's. Eine Packung. Ein Päckchen. Ah, okay, hier ist eine neue Waffe und hier sehen wir, dass wir aufpassen sollten, denn das sind Laserschranken, die den Alarm auslösen. Und wir haben unser Maschinengewehr gefunden. Ich zeig's euch. Yep, da ist es. Für den Notfall können wir uns damit verteidigen und ja. Oh. Lauf, 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 lauf. Jetzt gehen wir hier noch rein. Da rechts können wir glaube ich nicht rein. Das war nämlich Level 3. Hä? Wo kam der gerade her? Lass mich da jetzt auf keine Schießerei rein. Ich gehe einfach unten raus und das war's. Wo kam der denn gerade? So, Alarm weg. Moment mal, ich frage jetzt, können wir eigentlich hier schon Kontakt mit der aufnehmen? Dann gehen wir mal hier rein vor sich selber. So. Und so. Also, entweder was 140, 25 oder 141, 25. Ja, ich muss auf die richtige Taste drücken. Okay, ist war falsch. Dann war es 141, 25. Da muss ich jetzt doch hoch, ja. Ich will jetzt mal hoch, wenn nicht muss ich nochmal gucken, wie die Kombination war. Bäh. Oh, du Lutscher. So, ist dann vorbei. Und gehen wir zum Fahrstuhl. Fahrstuhl, geh auf. Und Fahrstuhl ist offen. Und wir gehen wieder in den ersten Stock. Von da oben. Was ist meine Stimme eigentlich heute los? So, jetzt sind wir da oben angekommen. Der eine Panzer ist verschwunden, super. Und wir versuchen es nochmal. Ist doch nicht wahr. Naja. Dann muss ich eben kurz auf der Originalschachtel, auf der Spieleschachtel nachgucken, wie die Kombination war. Oh Mann, was für ein Act. Okay, ich schau kurz nach, bis gleich. Okay, Problem gelöst. Ich hab's rausgefunden. Also ich hab's abgelesen, weil ich bin nicht achten, weil es hinten drauf steht. Es ist zwar nicht 25, es war 140, 15. Wer sind Sie? Ich war echt beeindruckt, wie Sie da rausgekommen sind. Der aus dem Gefängnis? Sie sind die Nichte des Colonels. Meryl, oder? Nein, das ist er nicht. Und wer bitte sind Sie? Der Idiot, den Ihr Onkel hier ganz alleine in dieses Minenfeld geschickt hat. Sie sind alleine. Was sind Sie? Eine Art Ein-Mann-Einheit. Ich brauche keine Vorträge. Sie sind genau wie Ihr Onkel. Woher kennen Sie meinen Onkel? Wir sind alte Freunde. Wie heißen Sie? Mein Name ist nicht wichtig. Aha. Sind Sie vielleicht Snake? Sind Sie Solid Snake?
Einige Leute nennen mich so. Der legendäre Solid Snake. Sie. Tut mir leid wegen vorhin. Ich wusste nicht, auf welcher Seite Sie sind. Ich wusste es von Ihnen. Wie? Ihre Augen. Meine Augen? Das sind keine Soldatenaugen. Sondern die eines Grünschnabels. Nein, schöne, einfühlsame Augen. Genau das, was man von der Legende erwartet. Solid Snake. Versucht mir den Teppich unter den Füßen zu nehmen. Keine Sorge. Es kommt schon wieder, wenn wir uns sehen. Die Wirklichkeit kann mit der Legende leider nicht ganz mithalten. Ich glaube Ihnen nicht. Weshalb waren Sie so überrascht, als Sie mein Gesicht sahen? Weil Sie ihm so ähnlich sind. Wem? Liquid Snake? Der Terroristenführer? Ja, kennen Sie ihn? Sie sind nicht etwa Brüder, oder? Ich habe keine Familie. Wie kann das denn sein? Wer weiß. Fragen Sie ihn doch selbst. Aber erst brauche ich Informationen. Sie waren von Anfang an bei der Übung dabei. Was genau ist da vorgefallen? Tut mir leid. Ich wurde zusammen mit Präsident Baker gleich nach dem Angriff gefangen genommen. Das ist okay. Aber wo sind wir hier? Das ist doch nicht nur eine Atomwaffenentsorgungsanlage. Nein, das sieht Ihnen ähnlich. Sie haben Ihnen nichts erzählt? Okay, Snake. Dies hier ist nicht wirklich eine Atomwaffenentsorgungsanlage. Diese Basis wird von einer Scheinfirma von ArmsTech betrieben. Eine zivile Basis? Ja, für die Entwicklung von Metal Gear. Colonel. Foxhound und die Sondereinheiten der nächsten Generation waren hier zum Abschuss einer Testrakete. Weshalb Foxhound? Weil sie eine Sondereinsatztruppe mit Erfahrung bei streng geheimen Missionen sind. Alles sollte schön geheim gehalten werden. Aber Atomraketen wurden bereits getestet. Weshalb jetzt? Es sollte der endgültige Test vor der formellen Genehmigung des Metal Gear-Programms sein, soviel ich davon gehört habe. Klingt komisch. Was glauben Sie, wollen die Terroristen? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich wurde mit Präsident Baker zu Beginn der Revolte gefangen genommen. Oh ja, dabei gab er Ihnen die Schlüssel zum Deaktivieren des Sprengcodes. Genau. Wie haben Sie es geschafft, sie vor den Wachen zu verstecken? Frauen haben mehr Verstecke als Männer. Sie haben Baker getroffen? Wie geht es ihm? Er ist tot. Was? Herzinfarkt. Wie auch der DARPA-Chef. Der Chef ist auch an Herzinfarkt gestorben? Ja. Waren die beiden krank oder so? Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht an Zufälle. Irgendwas geht hier vor. Könnte sein, aber ich habe keine Ahnung was. Ich auch nicht. Noch nicht. Kennen Sie den Entwickler von Metal Gear? Sie meinen Dr. Emmerich? Ja. Lebt er noch? Wahrscheinlich. Er sollte im Forschungslabor im zweiten Untergeschoss im Sprengkopflager nördlich von hier sein. Zweites Untergeschoss, okay. Ja, dort ist sein Labor. Ich glaube, er wird dazu gezwungen, am Atomraketenabschussprogramm zu arbeiten. Sie brauchen ihn also erstmal lebend. Wir müssen etwas tun, bevor er fertig ist. Stimmt. Ich muss wissen, wie ich Metal Gear zerstöre, wenn der Sprengcode nicht deaktiviert werden kann. Das wollen Sie selber unternehmen, Snake? Es ist nicht das erste Mal. Wie komme ich am besten in das Gebäude, in dem der Doktor ist? Im ersten Stock des Gebäudes ist eine Frachttür, die nach Norden führt. Was ist die Sicherheitsstufe der Türen? 5. Aber kein Problem. Ich habe eine Karte für Stufe 5. Okay. Ich versuche, den Doktor zu retten. Wir sollten gehen. Ich komme mit. Nein. Sie sind zu grün. Verstecken Sie sich irgendwo. Ich bin nicht grün. Glauben Sie mir. Kleinste Unaufmerksamkeit vor dem Feind und alles ist vorbei. Sie können nicht immer Glück haben. Ich weiß nicht, was los war. Ich konnte einfach nicht gleich schießen. Ich hatte beim Training nie Probleme. Aber als ich daran dachte, dass meine Kugeln diese Soldaten zerreißen würden, zögerte ich. Schießen auf Zielscheiben und Feuern auf Menschen ist etwas ganz anderes. Schon als ich noch klein war, wollte ich Soldatin werden. Ich habe meine Gedanken und meinen Körper jeden Tag auf eine echte Kampfsituation vorbereitet. Und jetzt? Was nun? Geben Sie auf. Ich kann nicht. Jetzt darf ich nicht aufgeben. Hören Sie, Meryl. Es wird jedem schlecht, nachdem er das erste Mal tötet. Aber leider wird das Töten mit jedem Mal einfacher. Im Krieg kommen all die schlechten Seiten und Gefühle des Menschen zum Vorschein. Und so vergisst man leicht auf dem Schlachtfeld, wie groß die Sünde ist. Dies ist kein Krieg. Es ist ein Terroristenangriff. Sie sind bloß etwas aufgerührt. Eine normale Reaktion auf das Kampfhoch. Ihr Adrenalinspiegel legt sich wieder. Keine Sorge.
Ich habe an der Akademie alles über Kampfhochs gelernt. Wir besprechen das später. Jetzt müssen Sie hier erstmal lebendig rauskommen. Ich denke dran, wenn wir hier jemals rauskommen. Okay. Versuche das mal anders. Gehen Sie mir aus dem verdammten Weg! Ein mieses Stück, genau wie mein Onkel sagte. Ich sagte doch, Wirklichkeit hält nicht mit der Legende mit. Sie hatten wohl recht. Okay, Snake. Ich werde brav sein. Wir treffen uns, wenn ich den Doktor habe. Dann kümmern wir uns um den Sprengcode. Alles klar. Aber ich kenne diesen Bereich besser als Sie. Melden Sie sich bei Fragen. Vorsicht, ja? Ich melde mich, wenn die Frachttür offen ist. So, jetzt müssen wir nur warten, bis die scheiß Tür hier, nämlich die hier offen ist, und dann können wir durch und freuen uns und ja, können weiter.